Pirat sein. Einmal Segel setzen. Gegen alle Konventionen und auf allen sieben Meeren. Wer hat noch nie davon geträumt? In Grevesmühlen wird aus dem Traum Wirklichkeit. Und das jeden Sommer. Das Ensemble des Piraten-Action-Open-Air-Theaters in Grevesmühlen begeistert jedes Jahr tausende Zuschauer aufs Neue. Am 19. April fand im Theater der Hansestadt Wismar der traditionelle Jahresempfang der Hochschule Wismar statt. Zu Gast waren unter anderem Bildungsministerin Simone Oldenburg und Wirtschaftsminister Reinhard Mayer. Traditionell bietet der Jahresempfang den Gästen die Gelegenheit, einen Blick auf die Ereignisse und Entwicklungen des letzten Jahres zurückzuwerfen, sowie einen Ausblick auf die Vorhaben des neuen Jahres zu geben. Rektor Bodo Wiegand-Hoffmeister hofft auf eine steigende Studierendenzahl. Am 18. April gab es im Rathaus der Hansestadt Wismar eine Informationsveranstaltung der Stadtwerke. Inhaltlich ging es um das Projekt Highstarter. Highstarter ist ein Netzwerk, das Projektansätze zum Einsatz von Wasserstoff in der Region entwickelt. Andreas Gresko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar, übergab Bürgermeister Thomas Bayer symbolisch den Endbericht und das darin enthaltene Wasserstoffkonzept für die Region. Getreu dem Motto Gut für die Region übergab die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest am 20. April im Gutshaus Ganzow die Förderbescheide aus der aktuellen Frühjahrskampagne an die 30 Projektträger. Seit der Gründung 2009 ist die Stiftung eine konstante Größe, wenn es um die Unterstützung in den Bereichen Kunst und Kultur, Heimatkunde und Natur sowie Sport, Umwelt und Musik geht. Die Sparkassenstiftung verschreibt sich dabei besonders der Kinder- und Jugendförderung.